Mein Postfach ist eigentlich immer zu voll. Hunderte von E-Mails, Dutzende von Kontakten und viele, viele Termine führen dazu, dass mein Postfach immer voller wird. In Outlook 2010 kann ich mir nun anzeigen lassen, wie viel Platz auf meinem Postfach noch frei ist. Dazu klicke ich mit der rechten Maustaste auf die Statusleiste, das ist die Leiste am unteren Fensterrand von Outlook, und wähle den Eintrag Kontingentinformationen. Daraufhin zeigt mir Outlook 2010 unten links in der Statusleiste, wie viel Platz auf meinem Postfach noch zur Verfügung steht. In meinem Beispiel sind das 386 Megabyte. Wenn ich mit dem Mauszeiger über diese Anzeige fahre, wird mir zudem noch angezeigt, wie groß die Gesamtgröße meines Postfaches ist. Dabei ist es unerheblich, ob ich mich im E-Mail, Kalender oder im Kontaktmodul von Outlook befinde. Diese Kontingentinformationen können allerdings nur eingeblendet werden, wenn mein Postfach auf einem Exchange-Server liegt, da dieser die Informationen zur Verfügung stellt. Positiver Nebeneffekt bei mir war, seitdem ich mir die Kontingentinformationen einblenden lasse, versuche ich ständig mein Postfach aufzuräumen, um mehr Platz zu schaffen. Wenn ich Administrator wäre, dann würde ich diese Kontingentinformationen bei allen Usern einblenden, damit diese ihr Postfach öfters aufräumen und dadurch weniger Platz auf dem Exchange-Server belegt wird.